Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu Avatpart Let's Play Soul Eaters. Soul Eaters? Wo bin ich denn? Soul Hackers, liebe Leute. Soul Eaters 2 wäre auch nicht schlecht, liebe Leute, der wunderschöne Anime. Aber wir sind in Soul Hackers, Mann. Wie auch immer, wir sind hier gerade dabei, in die tiefsten Tiefen der Seelen von unserem guten Kameraden hier reinzustöbern. Denn beim letzten Mal sind wir hier an Axis gekommen. Und Axis hat gemeint, dass bei unserem guten Ringo ja es einige Probleme gab und die wurden ausgelöst durch Diskrepanzen mit unseren Kameraden. Wir sind jetzt schon beim letzten Mal ein bisschen vorangelaufen und dann hat er mir meinen planlosen Rush durch die Gegend. Warte mal, da müssen wir runter. Nö, du nicht. So, da ist unser Special-Gegner. Obwohl, der Special-Gegner ist immer da. Ha, habe ich ihn endlich in die Flucht geschlagen. Ja, der hat Angst vor mir gehabt. Ihr habt es natürlich alle gesehen. Top. Wie gesagt, zumindest wir stromern nun noch ein bisschen tiefer in die Seele hier von Arrow rein. In der Hoffnung, dass wir noch etwas über ihn rausfinden. Und schlagen in der Zwischenzeit natürlich noch ein paar Dämonen hier zusammen. Ich bin jetzt hier nochmal rausgegangen. Was? Block? Block? Scheißblick. Aus dem Dungeon, damit wir uns mal hier voll heilen. Das ist sehr wichtig. Es ist echt doof, weil du gefühlt über 100.000 Stellen musst. Erst musst du zurück hier in die, also erst musst du zum Eingang dich zurückwarpen, dann musst du dich zurück in die andere Welt warpen und dann kannst du irgendwann mal hier zurückgehen und du wird halt immer auch noch mit einigen Ladezeiten hier unterbrochen. Also ist nicht so schön gemacht, aber nun gut. So, zumindest sind wir stromern jetzt hier erstmal rum mit unserer Party. Diese Level geht immer noch gut hier. Kraft und Gehen haben wir bekommen, was wir mächtig. Wir haben alle Skills erhalten, das heißt, wir halten Vollstärkung 1. Körperliches Umgehen bekommen wir auch, cool. So, Lourdes. Darf ich wissen, was Lourdes für ein Skill ist? Nö, ist auch nicht wichtig. Brauchen wir ihn noch nicht. Naja, unsere Kameradin, ihr seht schon, hat sich jetzt hier auch in eine Eule verwandelt hier. Und diese... Dies ist immer voll dabei. Ich schaue mal auf die Lichter, was hier diese Schattenwesen haben. Ich habe so vom Gefühl hier, dass wenn grüne Lichter sind, dass es leichte Gegner sind. Und wenn es gelb ist, dass es normal schwere sind. Oh mein Gott. Ich habe nur noch Eis und Schusswaffen. Und dass er Geist ist, denke ich mal, geht es nicht. Ich sag doch, jeder Gegner hat einfach Eis als Schwäche, liebe Leute. Das ist irgendwie so eine unausgesprochene Regel. Jeder Gegner muss Eis als Schwäche haben. So, 2 können wir besiegen. Bam. Da wir halt echt immer so wenig Leben nur noch haben. Okay, macht Eis. Also Eis wird sicher nicht seine Schwäche sein. Hehehe, die Lackerin. Ah. Damn you. Was ist denn dann in Zingo? Das Name seine Schwäche. Schusswaffen könnte man noch probieren. Immun. Oh, sehr schön. Das hättest du mir gleich sagen sollen. Sehr schön. Das heißt, das nächste Mal schieße ich einfach 4-mal auf den Gegner und fertig, oder? So, schau mal. Was du gefunden hast? Oh, das ist so nett von dir, mein Kleiner. Sie sehen, weil der hat jetzt so, ja, der hat jetzt grüne Augen gehabt. Also ich denke, das ist ein leichterer Gegner. So, bleibt er eigentlich am Boden liegen oder steht er wieder auf? Ist schon weggeworfen. So, also die Random Encounter Quote ist natürlich sehr, sehr hoch. Ist aber auch in dem Moment nicht unbedingt schlimm, weil wir ja jederzeit daraus fliehen können. Also bis jetzt zumindest konnten wir aus jedem Kampf fliehen. Das muss ich mal testen, wenn ich jetzt einfach dreimal auf den schieße, kann dann jeder meiner Charaktere einfach... Jeder kommt dann das Kommando... Nein, das ist schon nur... also ich muss schon unter die Gegner die Schwäche anvisieren, ansonsten wird das ja über... richtig broken. So, aber vielleicht langt es so, dass wir drei Gegner besiegen. Jo, sehr schön! Und das ist auch super, wenn die Gegner nicht so die besten, auf die besten
Sachen zielen. So, da lernen wir noch Eis umgehen, dann sind wir auch wieder fertig. Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass wir noch keinen Dämonen fusionieren haben, weil dann ist der Moment, wo es dann ein bisschen komplexer wird. So, Karte aufgedeckt. So, immer schön umschauen. Umschauen, weil es gibt ja immer gute Sachen. Was auch interessant war, war ja natürlich das, was wir mit dieser Harmonie hier beim letzten Mal gefunden haben. Nämlich, umso... Zack! Das ist mein Erzfeindgegner, weil der hat mich ignoriert, dass ich mit ihm verhandeln wollte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Viecher machen uns das platt, Mann, wenn wir sie bekämpfen. Ich meine, Eis ist seine Schwäche, das weiß ich. Nein, Eis ist nicht seine Schwäche. Oh oh. Okay, Dakunda kann es gerne machen. Sehr gut. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Mach nochmal Dakunda. Oh, okay, Mann, nicht verschlingen. 95! Don't overdo it, Ringo. Let's stay cautious. I don't know, Ringo. Ey, Mann, was ist denn schon wieder die Schwäche? Wir haben doch vorher gegen die gekämpft. Aber ich lasse mich jetzt von diesen Kackviechern nicht bezwingen, Mann. Du kannst mich echt gerne haben. So. Hier wird es platt gemacht, egal was mich kostet. Ich fliehe, nehme ich ja nicht. Also. Ja, das dachte ich mir schon. Au. Okay. Time for some punishment. Super. Nur Finsternis ist eine Schwäche, oder? Ein Traum. Want a piece of this? Dann gehen wir mal eine hier down. Let me see. Eat this. Nice. Holding up, Melody. Let's go. So. Ach, sie kann nicht heilen. Help me out. Egal. Mama Taruka, ich hoffe, sie stirbt nicht. Bitte, bitte, geh nicht auf sie, bitte, geh nicht auf sie, bitte, geh nicht auf sie. Natürlich geht sie auf sie, du Dreckspferd, Mann. Oh mein Gott, wieso sind die auch auf einmal auf Level 9 alle, Mann? Hey Leute, Standardgegner, die sie schon gegen resistent sind gegen... physische Attacken. Das Schlimme ist, dass das halt schon wieder so komplett random ist. Früher hatten die sowas in der Schwäche, Mann. In den guten alten Schimmiger mit Händen spielen, Mann. Bam! Schwer, dass die letzten paar Bosse, Mann. Hast richtig gut gemacht, my lady. Bin richtig. Bin sehr stolz auf dich. Wiederholung. Wir warpen uns jetzt eh dann gleich erstmal wieder raus. So. Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so geneigt, auf sie zuzugehen. Besonders wenn da Gegner kommen. Ja, genau, schon wieder der da, Mann. Das ist ja der behindertste Gegner ever, Mann. Und besonders so für Anfang des Spiels finde ich den schon ein bisschen knackig. Da sind wir einfach so der mit gar keinen Schaden macht. Okay. Ich tu gleich meine Pixie wieder aus, oder, Mann? Let's go. Eat this. Toll! Here I come. That works. How about this? I'll burn it all. Out of my way. Ja, ja. So, der wird jetzt in der ersten Runde zum Glück erstmal wahrscheinlich nicht angreifen. Okay. Was? Bin ich nicht resistent dagegen? Nee, da. Okay, der Nadelschuss. Nee. Der wird jetzt erstmal wieder Arakunda machen, okay? Gibt uns wieder eine Runde, bevor er mit seinem übelst harten Damage anfängt. Aber wir machen das jetzt so. Zack. Wir sollten ihn in der Runde down bekommen. Der Typ ist schwerer
diese Pferde sind schwerer, wie gesagt, als unseren Boss, den wir bis jetzt hatten. Du hast echt schlimme Gedanken, mein werter Arrowman. Du hast richtig perverse, schlimme Gedanken, Mann. Und jetzt goodbye, Mann. Als nächstes Mal, wenn zwei von den Pferden kommt, fliegt man. Das ist die Erfährung definitiv nicht wert. So. Mir wäre am liebsten ein Gegner, der physisch immun ist, physisch reflektiert. So. Ja! Nun lass uns mal. Ja, gerne, kannst haben. Kein Problem. Nach Mokoi! Sehr gut. So, wir schauen jetzt hier noch dahin. Look out! Incoming! Oh, da wäre Pixie, die uns heilen würde. Aber ich glaube, ich. Ja, definitiv fliehen, definitiv fliehen, definitiv fliehen. Weapons free. Gotta stand my ground. Now, time for some punishment. Sorry, we can't stay. I'm out. Gib doch nicht gegen solche doofen Ackergäule, Mann. Nee. Da ist auch nix. So viele schöne Fake-Gänge. Wisst ihr, es wäre halb so schwer, wenn wir eine Schwäche von denen hätten. Aber ich habe halt keinen. So, Eis umgehen. Mokai, immer kann er Agi. Das ist schon mal im ersten Moment nicht schlecht, Agi zu haben. Jetzt ist nur die Frage, warte mal, ich mach bei mir. Nice! Ich hab die Feuerstärke, genau. Erholungsstärke. Ja, schwere Frage, weil irgendwie sind alle Dämonen noch nicht so stark, dass es sich jetzt lohnt. Hey, wir werden hier schon richtig in die Wand gedrückt, Mann. Ich wollte eigentlich schon grinden, Mann. Dachte mir aber, die Aufnahmesession kriegen wir doch locker ohne grinden durch. So wie es aussieht, war das nicht der Fall. So, ich schlag mich jetzt erstmal zu meiner Pixie durch. Es ist ja nicht schlimm, wie gesagt. Genau, jetzt erstmal schön kurz schlag. Oh, okay, zwei von denen, aber wir haben jetzt einen Vorteil. So. Oh nein, ich habe keinen Vorteil. Ich habe keinen mehr, der Wind-Damage machen kann. Wir gehen hart down. Aber ich will es jetzt wissen. Ich finde es aber sehr cool, dass hier unser Team so Tipps gibt und sagt, hey, mach das nicht, tu das nicht. Oh! Giftbar? Für diesen Moment ist es okay. Sehr schön, ich nehme alles zurück. Wir haben ja doch eine hier, ein Ass im Ärmel. Also Agi hätte ich aber jemand anderem machen sollen. Passt. Trotzdem, in Ordnung. So, der eine wird jetzt wieder Tarunda, Mann. Ich hätte einen von den. Okay, auch gut. Das ist aber kein Leben. Oh, jetzt muss ich ja Gift machen. Ha, bei mir klappt zum Glück nicht. Ja, ich kenne das Spielchen schon. Also, dann Gift mal. Und wehe, das ist nicht seine Schwäche. Dann ist es offiziell in weniger als 5 Stunden schon der erste Gegner, der nämlich keine Schwächen hätte. Das wäre nämlich richtig madig. Was? Oh mein Gott, ich bin so dumm, Mann. Oh. Danke. Und weg. Halleluja, Mann. Random Encounters, Mann. Ich sag's euch, Random Encounters. So, Levelaufstieg von Dämon. Nö. Geht alles super. Fühl mich richtig stark. Nee, bis zum nächsten Checkpoint schaffen wir's noch. Der ist eh da schon da hinten. Jetzt kommt erstmal der Heal. TP und MP geheilt. Okay, nur ein bisschen. Wäre schön gewesen, jetzt voll geheilt, aber passt schon. Da ist unser Pixie. Oh, jetzt sieht meine Map unvollständig aus, aber da muss ich nicht nochmal hin. Hä? What in Sing Gottes Namen ist denn das? Okay, hier ist jetzt eine Barriere. Ah, nee. Okay. Ich dachte, hier wäre eine von diesen Barrieren. So, komm, Auferstehungsfeld. Ja, die werden wir gut brauchen können. Die können wir definitiv gut brauchen. So. Also. Ringo.
Ja, Ringo, ist alles gut, Mann. Da hinten wäre jetzt wieder so ab eine von diesen Treppen, die wir erst freilegen müssen. Aber da stehe ich auch sehr starke Dämonen. Da stehe ich das Tor und da sehe ich den nächsten Checkpunkt. So, aber jetzt gehen wir erstmal zu dieser Vision. Von irgendwo ist eine Stimme zu. Hey! Was machst du da? Hast du ihn umgebracht? Antworte mir, Arrow! Als dein Verstand sich klärt, ist die Illusion verschwunden. Um dich herum ist alles still. Enemy! Ihr habt nichts gesehen. Ihr. Yep. Holy moly, Mann. Aber das schaffen wir. Also, erst auf den da. Wir müssen. Also, wisst ihr, solange man die Schwäche von einem Gegner anvisieren kann, sind sie nicht so schwer. Sie sind. Das Problem ist nur, wenn ich keinen Sabbat am Ende des Kombos schaffe, dann sind sie sehr schwer. So. Ich gehe jetzt zur Sicherheit noch hier einen Schlag, verpasse ich dem noch. Aber sehr wenig Impact gehabt. Oh mein Gott! Wenn wir nur einen haben, dann macht das DM wirklich schon. Oh oh. Karunda? Okay, Angriff verringert. Na ja, gut. Rakunda? Habe ich schon mal gesagt, dass Schwimmen mit Tänzelspiel schwer sein können? Nö, nee, oder? Nö, nee, oder? So. Sehr. Oh mein Gott, macht das Gift viel Schaden. Entschuldigung, liebe Leute. Die Seele ist sehr staubig von ihm. Das Problem ist, ich muss ja sogar CP-Attacken gegen diese Drecksviecher machen. Weil sonst man ja so gut wie gar keinen Schaden. Also schwach, sehr gut. Okay. Baller ihn ab. So. Zwei sollten down sein. Aber okay, das Gift tötet sie. Außer er macht wieder Verschlingen. Das Gift tötet sie nicht. Du dreckiger Ackergaul! Ja, und da war anders gespielt. Liebe Leute, ich hätte niemals gedacht, dass irgendwie so ein random Standardgegner, den ich also wirklich so als ultimativen Standardgegner bezeichnen würde, mich so fertig macht. Aber man lernt nie aus. Leider nicht immer zur Positiven. So, und jetzt Auto-Battle. Bam. Bam. Und Sabbat. Machen wir gleich nur Level 10 hier. Zwei Gegner noch, das sollten wir auch locker hinbekommen. Okay, da ist sie nicht. Da wird dann der nächste Bossfight sein. Das ist irgendwas King Ki oder sowas. Ich habe jetzt leider den Namen nicht genau vergessen. Ist aber ein sehr starker physischer Charakter normalerweise. Ja, kann gerne ein Enemy sein. Okay, komm. Komm. Ja, ein bisschen. Egal, TP von euch allen, yo. Das war wieder okay. Now we can relax. Incoming. Okay. Okay, shall we? Habe ich keine TP mehr. So you. Let's make this fun. Exit stage left. Let's beat it. I need a break and a drink. Ihr habt nichts gesehen, liebe Leute. Das war's aber jetzt wert. Jetzt habe ich das coole Zweihorn. Und ich muss nur dahinter kommen, liebe Leute. Alle Gegner aus dem Weg boxen, komm. Weg. Ignorieren. Das Ding, was. Nicht, eine Pforte. Alter, lass mich zum Checkpoint! Ja, stimmt, sehen wir es an. Es wird uns nicht. Ist uns sehen, Verbindung vielleicht nicht stark genug? Das geht nicht. Der Grund dafür ist unklar. Aber es sieht nicht aus, als könnten wir das öffnen. Verstanden. Vielleicht sollten wir erst einfach mal weiter und das später nochmal probieren. Lass mich zu dem Checkpoint! Wie viel brauche ich denn da? Okay, das sieht man noch gar nicht. Das wäre ich alles wurscht. Ich will nur zu dem Checkpoint! Lass mich zum Checkpoint! Schnell! Schnell! Oh! Ladies and Gentlemen, Mann! Das war ja eine Jagd jetzt hier am Ende. Und das meine ich, liebe Leute, jetzt schauen wir mal auf die Uhr. Also ich bin bei 19 Minuten 30, wie lange wir brauchen.
Es ist schon ein bisschen enttäuschend. Ich meine, Leute, wir spielen auf der PlayStation 5. Wir haben die PS5-Version. Da sollten Ladezeiten eigentlich flitzeblitze sein. Weil wenn ich jetzt sowas wie Assassin's Creed Valhalla, was doch grafisch ein bisschen über diesem Spiel ist, und es halt wirklich nahezu keine Ladezeiten hat, was sehr schön ist, weil auf der PS4 hat es unglaublich lange Ladezeiten gehabt, dann ist das schon sehr nervig. Weil sehen, das gehe ich da raus. Dann gehe ich nochmal. Dann gehe ich in den Unterschlupf. Vergeht echt eine Minute nur mit Ladezeiten und hin und her warpen. Aber das brauchen wir auf jeden Fall. Ansonsten würde der nächste Boss mit uns den Boden aufwischen. Ey, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich in Rico schon verschaut, Mann. Die ist so keck drauf, Mann. Sowas mag ich, liebe Leute. Die ist so richtig verschmitzt und so, immer so einen blöden Spruch auf der Zunge. Und dazu ihre Partnerin. Die ist eigentlich die geilste da mit ihrer blöden Eule da, Mann. Ich sage ja, also der Cast macht definitiv schon mal einen sehr guten Eindruck. Dagegen kann man, glaube ich, nichts sagen. So, und das haben wir offiziell, schauen wir mal, 1,5 Minuten haben wir jetzt nur gebraucht, um uns hier hinzuwarpen. Jetzt sind wir immer noch nicht in der Position. Jetzt haben wir nämlich nochmal eine Ladezeit. Autogramm, änderst du die Anzeige? Ach so, okay, gut, können wir uns mal die Kamera, könnten wir uns die Kamera ändern. Warte, zack. Ja, brauchen wir nicht. Oh mein Gott, 1E. Ihr wisst genau, was das heißt, dass das noch ewig weit nach unten geht. Okay, ist es gut, gegen einen Gegner zu kämpfen? Okay, ein Omicron. Was war denn schon wieder dessen Schwäche? Ich weiß es schon wieder nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Special-Gegner. Was? Immer einer, der mal trifft. Okay, ja, super. Block. Ja, toll. Ich weiß es eigentlich. Jetzt flieht er. Wenn es genehm ist, bitte. Ihr dürft zurück treffen. So. Kopfgeldjäger. Und da gibt es jetzt ein Keramikgefäß. So. Level up für Mokai. So, jetzt ist mal die Frage, warte mal, Beschwörer. Wir könnten mal hier doch ein bisschen rumswitchen. Also sie hat jetzt Mokai. Also komm, müssen wir nicht prüfen. Das heißt, wir können eine Feuerattacke. Das heißt, sie braucht den Omikari gar nicht. Das heißt, ich gebe ihr das Zweihorn. Dann kannst du jetzt nur physische Attacken, aber das ist auch nicht so schlimm. Jira kann Gift mal. Na, das würde schon irgendwie passen, Mann. Hoffe ich. Hast du irgendeinen Stein, dass es sich lohnt, dir zu geben? Might work. Eigentlich Erholungsstärke lohnt sich eigentlich jetzt nicht für sie. Ist die Frage nur, wollen wir noch das eine Level machen, bevor wir mit dem nächsten Boss hier beginnen? Ach nee, liebe Leute, Level ist was für Langweiler. Ich bin so reich. Kein Apple bei 75.000 Yen. Einfach mir Reichtum kaufen, dass der nächste Gegner einfach keine Chance hat. Nee, ich mache das eine Level mal jetzt auch. Zack. Bonus-Stats sollte man nicht unterschätzen. Ich brauche jetzt unbedingt Maragi oder sowas, Mann. Das ist echt schlimm, wenn man immer nur eine Move hat, mit dem man auf einen Gegner draufhauen kann. So, zweite Stufe, sehr gut. Draufballern! Oh Leute, ich sag euch mal, wir schaffen das hier, drei Gegner zu besiegen. Boah, Leute, Mann! Langsam flutscht's, Mann! Komm, fightet man 20 von diesen Viechern, dann geht das schon. Ich bin ja sehr froh, dass die Gegner keinen Sub-Up machen könnten. Ansonsten wärst du halt so down in diesem Spiel, Mann. 77 Erfahrungspunkte, dann brauchen wir noch einen Kampf. Dann haben Aaron und Ringo Level 10 erreicht. Das langt mir dann aber auch. Das langt mir auch. Eventuell fehlt mir nochmal einen von unseren Dämonen, der wird vielleicht auch nochmal ein bisschen aufpäppelt. Abgebrochen. Relax. Ich wollte mir zu meinen Verbündeten hingehen. Wieso kommt da immer so ein Special-Gegner? Begin.
finish them off. Ach ja, stimmt, das sind die easy peasy Dinger. Ich mag Schusswaffen. Schusswaffen ist echt ein cooles Attribut, Mann. Besonders halt, da zwei Charaktere bei uns standardmäßig Schusswaffen als ihren Standardangriff haben. Also du musst echt nichts machen, außer Standardattacke. So cool. Boah, das ist mal Damage. Ich habe noch nicht so viel wie dieser blöde Ackergaul bei mir macht, aber das ist auch ein blöder Ackergaul. Okay, nein. Müssen wir doch Special Moves machen. Schieß drauf. Und gib mal. Farewell, mein Freund. Farewell. Okay, liebe Leute, dann haben wir hier das Level Up, das, was ich noch wollte. Ich würde sagen, jetzt gehen wir nur noch schnell noch zu unseren Dämonenkumpels hier. Ja, alles gut. Gibt's mir eine Heilperle. Da drüben ist nochmal ein Buddy. Was ist eigentlich mit dem großen Dämon? Der ist hoffentlich verschwunden. Ansonsten habe ich ein Problem. Ansonsten komme ich niemand mehr zurück. Kann er schnell hier noch ein kleiner Dämon spawnen? Komm. Ich habe gesehen, die anderen haben jetzt auch nur noch einen Fall zum Level Up. Special Gegner. Special Gegner. Ah, ihr seht, der schaut uns an, aber der läuft dann weg. So, ein Omegikiri. Wind müssten wir wahrscheinlich machen. Was stelle ich mir da so an? Das ist ein Gegner, Mann. Theoretisch ist es ein Gegner. Theoretisch. Praktisch besiegt er uns wahrscheinlich jetzt. Das ist der traurigste Fight, den ich seit langem in einem Rollenspiel gehabt habe. Danke. Ist alles gut gemacht, Mann. Also so traurig wie unsere Partys. Es ist wurscht, Leute. Wir machen jetzt einen kleinen Cut. Ich laufe jetzt dann zurück und dann werden wir beim nächsten Mal den Boss bauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.